Hallo, ich bin hier beim Kassler Herkules Berglauf. Besonders an diesem Lauf ist, der Bergpark in Kassel ist zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt worden. Das ist doch was ganz Besonderes, also auch was Kulturelles. Und weil ich sowieso gerne Berge mag, habe ich gedacht, hier fahre ich mal hin. Leider regnet es ein bisschen. Gucken wir mal. Wunderbar, da erreichst du dich. Ja, dann Sie als Schirmherr, haben Sie immer noch den Schirm auf? Ich würde sagen, machen Sie zu. Alles Gute, 25. Herkules-Berglauf, 202 Athleten am Start dieses Staffel, wunderbar. Wir laufen gerade an der Löwenburg vorbei. Sehr schönes Gebäude. Führung kann ich nur empfehlen. Kann man jetzt leider beim Fachwissen nicht preisgeben, weil mir dazu die Luft fehlt. Nein, wir haben ja einen vom PSV in Kassel. Ihr habt ausgerichtet, stimmt's? Ja. Dann seid ihr bisher bestimmt eine richtige Berggänse. Ja, ich habe 9-mal gewonnen, aber das letzte Mal vor 13 Jahren. Na und? Aber jetzt doch nicht. Ich bin jetzt schon 57. Super, das ist eine tolle Strecke. Ja. Kurz und knackig, würde ich sagen. Ne? Ja. Schön, schön. Ja, das war schon Kilometer 5, gleich leider schon zu Ende. Wunderbarer Lauf, leider zu kurz. Martin Gerstenbach, Dose 178, Richter Angelkorb. Eins aber. Danke. Oder verliebt von dir. Ja. Dankeschön. Ja. Hallo zusammen. Der Rast, Armin, grüß dich. Hallo. Schön, grüß dich. Ich muss sagen, er wird dann auch am 7. Mai nächstes Jahr im deutschen TV Hessisch-Lichtenau. Kurz und fertig, aber kurz. Ich hoffe, das ist nur das Ding. Aber es gibt sogar die Lage vorne.
war schwer, ja. Oder? Kurz und knackig, war schön. Hat mir gut gefallen. Wetter hat gut ausgehalten. Ja, es ist trocken, wir sind voll Schwein gehabt. Ja, das war der Herkules Berglauf. Kurz und knackig, aber wunderbar. Schon so zu Ende, kaum hat man angefangen. Da bin ich sogar interviewt worden, mal ist mal was ganz Neues. Von jemand von Laufreport war es, glaube ich, auch lustig. Ja, seit der Herkules Weltkulturerbe ist, ist hier die Hölle los. Hast du gewusst, dass der Dieter Baumann auch am Herkulesberglauf mitgemacht hat? Ja.